E-Mail Bulls, bitte. E-Mail Bulls. Emil Bulls. Hallo, hier ist der Christoph von Emil Bulls. Ihr hört die Pop-Szene und ich freue mich drauf, euch alle am 12.04. in Saarbrücken in der Garage zu sehen. Es wird ein Fest. Bis dann. Tschüss. Okay, jo. Tschüss. Willkommen zu einer neuen Folge aus der beliebten Sendereihe Popsi und Club TV, hier aus der Piratensender Schallzentrale. Es war wieder jede Menge los in diesem Monat, die neue Ausgabe ist raus und wir haben diesmal auf dem Cover ein ganz besonderes Model, und zwar Nicole Cross. Nicole ist bekannt geworden als YouTube-Sternchen und hat mittlerweile ein eigenes Album rausgebracht, und zwar heißt das Shapeshifter. Und die aktuelle Single-Auskopplung Loosen Up ist auch schon erschienen. Nicole wird am 18. April in Zusammenarbeit mit Unser Ding auf dem Hallberg ein exklusives Konzert geben. Karten dafür können nur gewonnen werden, sie sind nicht im Geschäft erhältlich. Ihr könnt bei uns aber auch 3x2 Karten gewinnen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im Text unten oder in unserem Newsletter. So, Nicole Cross, wir haben ein Shooting für sie organisiert, und wie sie vom YouTube-Sternchen zu einem kleinen Popstar geworden ist, wird sie euch jetzt erzählen. Mats ab! Ja, ich habe mit YouTube angefangen, weil ich irgendwie Musik gerne mache, ist klar. Das war irgendwie schon immer so meine Passion, und ich habe auch spontan angefangen damit. Das ging recht kurzfristig. Ein Kumpel hat an meiner Haustür geklopft und meinte so, hey, hast du Bock, irgendwie mal Musik zu machen, das auf YouTube irgendwie preiszugeben? Wenn man mit YouTube erfolgreich werden möchte, ist natürlich auch der erste Punkt, der Wille muss da sein, auch die Geduld natürlich, weil es geht natürlich nicht von heute auf morgen. So eine Fanbase, die baut sich von Monat zu Monat auf, vielleicht auch von Jahr zu Jahr. Auf jeden Fall auch ein bisschen Ahnung, was YouTube angeht und was natürlich auch die Produktion so ein bisschen angeht. Und eine halbwegs gute Kamera und ein halbwegs gutes Mikrofon. So. Und dann, glaube ich, ist man gut ausgerüstet. Ja, mein Video Darkness habe ich den gut aussehenden Kerl abblitzen lassen. Das hat natürlich auch einen deftigen Grund, denn der war einfach nicht fair zu mir. In der Beziehung hat es halt nicht mehr geklappt, und er hat immer wieder denselben Fehler gemacht, und deswegen habe ich ihn abblitzen lassen, und da muss man sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen, als mich nur anzutanzen. Drei Dinge, die ich awesome finde. Awesome finde ich Ehrlichkeit. Rasierer finde ich awesome, weil ohne Rasierer wären wir Frauen, glaube ich, halb so schön. Dann, das ist auch immer die Frage, so, was würdest du auf eine einsame Insel nehmen? Ein Rasierer, auf jeden Fall. So. Und was finde ich noch awesome? Familie und Freunde, das ist auch so. Rasierer, Familie und Freunde und Ehrlichkeit, das ist ein gutes Gesamtpaket. Everybody tries sometime, but you never do and never will. You
Also das Merkmal von meinen eigenen Songs ist eigentlich, dass es ganz anders ist als das, was ich sonst immer getan habe auf YouTube, immer mit Coversongs. Die waren sehr akustisch, sehr natürlich. Und jetzt kommt auch so ein bisschen Bums dahinter. Also da ist tatsächlich so ein bisschen Beat und ein bisschen mehr. Also da ist nicht nur eine Gitarre oder ein Piano zu hören, sondern da gibt es dann auch wirklich Trommeln und Gitarren und sonstige Beats. Und ja, das klingt alles so ein bisschen voller und da kann man auch so ein bisschen die Nicole von der anderen Seite kennenlernen. Ja, bei meinen eigenen Songs im Album war mir eigentlich ganz wichtig, dass ich Songs schreibe, mit denen sich andere Leute auch identifizieren können. Also nicht, dass ich mich da nur widerspiegeln kann, sondern dass ich die Allgemeinheit da widerspiegeln kann. Und ja, die Leute sich da so wiedersehen und vielleicht mit meiner Musik trauern können, sowohl auch feiern können und vielleicht ja, Herzschmerz vergessen können. Wir waren mal wieder für euch unterwegs, diesmal auf der Spielwarenmesse in Nürnberg. Und einen ausführlichen Bericht findet ihr in der aktuellen Ausgabe. Außerdem haben wir natürlich für euch mit dem Kamerateam vor Ort ein Video gedreht. Mats ab! Und jetzt kommen wir zur Werbung. Wir sind gleich wieder für euch da. Ja, City Cards Talk. Diesmal haben wir was ganz Besonderes für euch und zwar hier vom Café Exodus, die eine Veranstaltung bewerben, die nennt sich Bandsalat. Das ist ein Filmwettbewerb für Jugendliche und Junggebliebene. Hier haben wir auch ein schönes Plakat. Lustigerweise präsentieren wir natürlich diese Veranstaltung auch gerne. Wir waren im Café Exodus vor Ort und haben uns mit den Organisatoren des Festivals unterhalten. Mats ab! Mein Name ist Lilly und ich bin die FSJlerin vom Café Exodus. Ich bin die Farida und ich arbeite ehrenamtlich im Café Exodus. Ich bin die Aline. Ich bin ab und zu mal hier im Café Exodus und jetzt bin ich auch dabei beim Wegebandsalat. Also das Café Exodus ist ein Café, wo Jugendliche hinkommen können. Das ist ein Jugendtreff, wo wir da sind, um Jugendliche bei ihren Projekten zu unterstützen. Das kann alles Mögliche sein, unter anderem jetzt auch der Bandsalat. Bandsalat ist ein Kurzfilmwettbewerb, wo man Filme einsenden kann von 2 bis 15 Minuten. Der ist für Amateure in diesem Bereich. Bis zu 30 Jahren, sagen wir mal, und der kann bei uns abgegeben werden und dann gucken wir uns hier an und der könnte dann in einem Kino gespielt werden. Okay, jetzt habt ihr ja tolle City Cards in der Hand. Was hat es mit denen auf sich? Also, wir haben da zwei verschiedene Designs. Einmal ein Zitat von Star Wars von Meister Yoda und einmal ein Zitat aus der Truman Show, weil wir dachten, das ist ziemlich catchy, es hat was mit Filmen zu tun und es macht halt auch einfach Spaß, sie so zu verschenken wegen den lustigen Zitaten. Man hängt sich das mal gern so an die Wand, einfach weil es so nett aussieht. Auch in unserer beliebten Rubrik Jobs im Saarland war wieder so einiges los. So hat uns beispielsweise unsere Arbeitsrechtsexpertin
Maria Di Martino alles zum Thema Betriebsratswahlen erzählt. Wenn ihr also einen Betriebsrat gründen wollt, schaut euch den Artikel an. Das wird immer gern gesehen. Außerdem hatten wir in diesem Monat ein Online-Voting und zwar wurde gewählt das Startup des Jahres. Wir hatten im letzten Jahr jeden Monat ein Startup präsentiert und jetzt ein Voting veranstaltet. Gewonnen hat die Firma Company Mood. Da werdet ihr in den nächsten Tagen noch einiges zu hören. Security Schmidt ist allen unseren Lesern sehr gut bekannt. Security Schmidt ist ein Sicherheitsdienstleister. Und wenn ihr euch für das Gewerbe interessiert, schaut euch den folgenden Beitrag an, in dem uns Steffen Koch alles zum Thema Sicherheitsdienst erzählt hat. Mats ab! Mein Name ist Steffen, ich komme von der Firma Security Service Schmidt. Mein Job ist bei uns in der Firma, unser Personal zu verwalten und ja, Veranstaltungen vorzuplanen und durchzuführen. Wir sind hauptsächlich im Eventbereich wiederzufinden. Dort ist unser Heimat eigentlich. Natürlich machen wir auch, was jeder andere Sicherheitsdienst macht, Bewachung von Objekten. Aber ja, wir fühlen uns halt im Eventbereich wohler. Also alles, was so Veranstaltungen angeht, Konzerte, Festivals, das ist unser Zuhause. Und da sind wir auch sehr aktiv drin. Also unser Hauptschwerpunkt ist auch die Dienstleistung am Gast oder am Kunden, anstatt die Sicherheit. Sicherheit ist natürlich wichtig, aber Schwerpunkt ist Tatsache die Dienstleistung. Meint man immer nicht so, wenn man unsere Jungs überall arbeiten sieht, aber es ist tatsächlich so. Also für den Gast als Ansprechpartner zu dienen, ja, wenn der Fragen hat, egal in welche Richtung, sind wir die, die zuerst angesprochen werden und so soll das auch sein. Die Grundvoraussetzung, um bei uns eingestellt zu werden, ist erstmal, ja, ich sag mal, ein vernünftiger Umgang mit Menschen. Man sollte kommunizieren können. Englisch oder Französisch sind bei uns nicht unbedingt ein Muss, aber schön. Gerade im Bereich der Konzerte ist es so, dass man sehr international arbeitet und Englisch natürlich die Sprache ist, mit der auch erarbeitet wird. Und ansonsten sollte man einfach so einen Menschenverstand besitzen, um sich bei uns zu bewerben. Den Rest, alles was Ausbildung angeht, machen wir dann selbst. Also unsere Leute werden quasi auch regelmäßig geschult, ob ein Brandschutzhelfer, ein Evakuierungshelfer ist oder sonst irgendwas, was in diese Richtung geht, was man für Events und Veranstaltungsschutz braucht, wählen wir dann schon sehr oft selber aus. Tatsache ist, egal wie man körperlich unterwegs ist, ob man dick, dünn, groß oder klein ist, Tatsache ist, man sollte einfach ein gutes Gefühl und ein Händchen im Umgang mit Menschen haben. Also das ist die Hauptvoraussetzung. Da spielt Körpergröße oder Gewicht oder Aussehen oder Statur überhaupt keine Rolle drin. Also wir haben Leute, die sind 1,65 Meter groß und wir haben natürlich auch Leute, die 1,90 Meter groß sind. Ne? Dann werden die dementsprechend eingesetzt, wie man sie braucht. Die Jungs, die bei uns arbeiten, die wissen schon oder sollten schon so einigermaßen wissen, wie man sich in Gefahrensituationen zunächst erstmal verbal durchsetzen kann. Das ist ganz wichtig. Das macht 99% des Gefahrenpotenzials aus. Also reden können. Und das 1%, wo man dann tatsächlich mal Hand anlegen muss, sage ich mal salopp, da sind dann die Jungs schon da, die dann sich darum kümmern. Also grundsätzlich ist keine Grundvoraussetzung, dass man irgendeinen Kampfsport betreibt oder irgendwie sportlich Hochleistungssportler sein muss oder so. Grundsätzlich werden Frauen, insbesondere bei uns regelmäßig, also wir suchen ständig Frauen, weil ich glaube, die Mädels und Frauen, die unterschätzen sich selbst in dem, was sie so können. Also natürlich ist es so, dass wir in Einlassbereichen vorwiegend Frauen einsetzen, weil einfach getrennt wird nach Männlein und Weiblein, wie die Leute kontrolliert werden. Natürlich gibt es dann auch noch andere Einsatzmöglichkeiten für die Mädels in VIP-Bereichen oder in Backstage-Bereichen zu arbeiten, aber Frauen werden grundsätzlich fast genauso eingesetzt wie die Männer. Also sie gehen nicht in Gefahrensituationen, sie müssen sich nicht in Gefahrensituationen begeben, die ja durchaus auch mal entstehen könnten. Ne? Aber ansonsten werden die ganz normal eingesetzt, wie unsere Jungs auch. Wenn man polizeilich oder behördlich schon mal aufgefallen ist, sollte man es unterlassen, sich bei einem Sicherheitsdienstleister zu bewerben, da die Ausschlusskriterien da sehr hoch sind. Also, wenn ihr Interesse daran habt, euch bei uns zu bewerben, dann würde ich vorschlagen, ihr schreibt uns eine E-Mail unter info@security-service-schmidt.de. Oder ihr ruft uns einfach an unter der Telefonnummer 00352-267-14300. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir so schlank und gut aussehend sind. Das hängt natürlich stark mit der Ernährung zusammen. Und wir haben uns überlegt, wir zeigen euch mal, wo wir unsere Mittagspausen verbringen.
denn üblicherweise nimmt man die meisten Funde ja auf der Arbeit zu. Und deshalb Popscene goes Mittagspause. Mats ab! Hallo, ich bin Sarah, die Gründerin von Quali Life Green, einem gesunden Foodtruck in Saarbrücken. Uns gibt es seit Anfang November 2017. Wir sind also noch ganz frisch in Saarbrücken unterwegs. Stehen momentan am Staden in der Heinrich-Böcking-Straße 16, neben dem City-Bazaar. Wir bieten verschiedene Bowls an mit verschiedenen Zutaten, zum Beispiel die Rainbow Bowl. Quinoa, Spinat, Kichererbsen, Blumenkohlsalat, Süßkartoffeln, rote Beete und Mandelblättchen. Alternativ dazu haben wir auch noch Gitas, die backen wir im Kontaktgrill einmal auf, bestreichen sie mit Hummus. Zum Beispiel unsere Oriental Style Pita, die füllen wir mit Hummus, Rotkraut, Tomate, Gurke und ganz wichtig dem Falafelbällchen. Mittlerweile haben wir nicht nur einen Foodtruck, sondern auch einen Lieferservice in Saarbrücken. Man kann sich also unser gesundes Essen direkt an seine Wunschadresse liefern lassen. Wir haben von Montag bis Freitag geöffnet, immer von 11.30 Uhr bis 20 Uhr. Optimal für ein gesundes Mittagessen oder ein gesundes Abendessen. Gerade ältere Leser beschweren sich immer wieder, dass unsere Schrift zu klein ist. Dem kommen wir gerne entgegen und lesen ab sofort die wichtigsten Artikel aus jeder Ausgabe vor. Diesmal fangen wir an mit dem Thema gesunde Sexualität von unserem Sexualberater Dr. Ruven Gehr, vorgelesen von unserer Azubine Nina. Viel Spaß und Mats ab! Sex ist nicht gleich Sex, Teil 1. Die eigentlichen Beweggründe, warum du Sex hast, warum du ihn auf bestimmte Art und Weise bevorzugst, warum du gewisse Dinge ablehnst und warum dies manchmal ganz unterschiedlich sein kann, haben mit deinen zwischenmenschlichen Bedürfnissen zu tun. Bedürfnisse sind in diesem Sinne nicht als deine Wünsche oder Ziele zu verstehen, sondern als wesentliche Antriebskräfte für dein Handeln. In den meisten Fällen sind diese Gründe bzw. der Zweck, welchen der Sex haben soll, dir aber gar nicht wirklich bewusst. Deshalb möchte ich dir hier verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, um dir ein klareres Bild über deine Bedürfnisse in der Sexualität ermöglichen zu können. Wenn die eigentlichen Bedürfnisse nämlich nicht klar sind und du fälschlicherweise davon ausgehst, dass dein Sexualpartner andere Bedürfnisse verfolgt, als er oder sie tatsächlich tut, kann dies zu Verunsicherung und emotionalen Verletzungen führen. So ist es weit verbreitet und schon fast typisch, dass einer von euch sich mehr Nähe und Liebe wünscht, während der andere gegebenenfalls mehr der Lust folgt. Im Nachhinein kann dies dann bei beiden ein Gefühl der Unzufriedenheit erzeugen und scheinbar darauf hinweisen, dass etwas zwischen euch nicht stimmt. Das verunsichert und führt zukünftig noch mehr zu einer belasteten Sexualität. Damit euch dies zukünftig erspart bleibt und ihr souverän mit euren sexuellen Bedürfnissen umgehen könnt, gebe ich euch in der nächsten Ausgabe 3 Beispiele, um zu zeigen, wie unterschiedlich der Beweggrund für Sex und damit welchen Zweck er erfüllen soll, sein kann. Von Dr. Ruben Gehr. Wenn euch diese Ausgabe von Popscene Club TV gefallen hat, lasst uns ein Like da, ein Abonnement oder was immer ihr auch möchtet. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.